Es ging los in Bad Karlshafen gegen Mittag. Zu Bad Karlshafen gehört ja auch Helmershausen, der Ort, von dem aus Abt Tietmar im Jahre 1107 aufgebrochen ist, nach Trier, um Reliquien zu besorgen. Wir hatten uns vorgenommen, zwei Pausen zu machen, eine in Homberg-Efze, eine in Limburg an der Lahn. So haben wir es auch gemacht, sind ansonsten auf dem schnellsten Weg nach Trier gefahren. Es ist ja eigentlich noch nicht die Pilgerreise, sondern erst die Anfahrt zur Pilgerreise gewesen. Homberg-Efze hatten wir überlegt, ein Raum, ein Ort, der für die Geschichte des Protestantismus total wichtig gewesen ist. Denn hier in dieser Stadt, hier seht ihr erste Bilder, die Kirche, in dieser Kirche hier hat im Jahre 1526 Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen-Kassel eine Synode gehalten, auf der entschieden worden ist, dass Hessen protestantisch wird. Und es ist wohl so, dass ohne diesen Beschluss, der in dieser Kirche hier gefasst wurde, der Protestantismus möglicherweise gar nicht sich hätte durchsetzen können gegen alle möglichen Anfeindungen und Widerstände. Hier seht ihr an der Kirche die Gedenktafel für das Ereignis im Oktober 1526. Wir gehen mal in die Kirche hinein. Wenn Hessen nicht protestantisch geworden wäre, hätte die politische Kraft der protestantischen Fürsten vielleicht nicht ausgereicht, den Protestantismus zu bewahren gegen den katholischen Widerstand, der sich formierte. Wenn wir in die Kirche hier hineingehen, wirkt sie nüchtern und streng, wie man so sagt, wie es für protestantische Kirchen typisch ist. Und wir gehen jetzt nach Limburg. Hier sind wir schon in Limburg, weil wir den Unterschied des Heiligtums oder des Gefühls, das man beim Betreten der Kirchen hat, doch mal wahrnehmen wollen. Hier gehen wir bergauf. Die Stiftskirche liegt oben auf einem Hügel. Hier gehen wir durch die sehr schöne Stadt, sehr belebte Stadt. Da ist die Stiftskirche. Rechts übrigens das Haus, in dem Thebats von Eltz damals für Furore gesorgt hat mit seiner Badewanne und all dem Geld, was er ausgegeben hat. Und hier das katholische Heiligtum von innen. Während die protestantische Kirche wirkt wie ein Vorlesungssaal, wirkt sie wie ein Heiligtum. Das ist uns aufgefallen. So, die Pilgerherberge ist erreicht in Trier, die Balkanhütte. Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite das Stadion von Trier. Und wie man hier in die Stadt kommt und solche Dinge, naja, das wird sich schon finden lassen. Ich glaube, es geht in die Richtung da. Schauen wir mal, ihr werdet ja ein paar Bilder sehen. So, neu seit meinem letzten Besuch in Trier, Karl Marx. Eine 6 Meter hohe Statue von einem chinesischen Künstler geschaffen und von der Volksrepublik China der Stadt Trier geschenkt und hier aufgestellt beim Simeon-Stift in der Altstadt. Karl Marx. Und unweit von Karl Marx die Porta Nigra, ihr erkennt sie, das Wahrzeichen von Trier. Am ersten Abend. Wir sind um 19:30 Uhr angekommen. Jetzt ist es ungefähr, ich schau mal nach, 21:45 Uhr. Großstadtleben und uralte römische Bautradition in der ältesten Stadt Deutschlands, in der Stadt des heiligen Modoaldus in Trier. Auch eine Kontaktreliquie, anfassen eines fast 2000 Jahre alten Bauwerks. Was man in Trier lernt, ist, der Trierer trinkt gar nicht so sehr Wein und schon gar nicht Bitburger Bier, was hier in der Nähe gebraut wird, sondern eine Art Ebbelwoi und der heißt hier in Trier Fietz. Getrunken wird er aus Porzellanhumpen. Portsfiez genannt. Und wenn man sich was ganz Gutes tun will, dann macht man es wie ich und trinkt einen Likör aus Fiez gemacht. Lecker. Spuren des Allerhöchsten im nächtlichen Trier.
Oh Mann, Leute, das war nicht gerade eine besonders nice Nacht hier im Hotel an einer sehr lauten Straße in Trier. Und es erinnert eben daran, dass eine Pilgerfahrt keine touristische Vergnügungsreise ist. Es gehört auch dazu, dass man irgendwie so über Dinge reflektiert, dass man das auch zulässt, dass man sich jetzt nicht ärgert. Das Zimmer ist zu klein, es ist zu laut, das Bett ist zu weich und sowas alles. Wir haben gestern eine wunderbare Jugendherberge gesehen an der Mosel. Hier von diesem Haus kann man schön die Mosel entlang in die Innenstadt gehen. Das war schon ganz toll. Aber das Zimmer selber in dieser Herberge, ich glaube, ich würde bei der nächsten Tour versuchen, einen Platz in der Jugendherberge zu kriegen. Die machte einen total tollen Eindruck. Und wie gesagt, hier ist es vor allen Dingen sehr, sehr laut und das Bett ist weich und das Zimmer ist klein und aber das gehört dazu, oder nicht? Man kann dann tatsächlich mal reflektieren, sag mal, in welchem Luxus lebe ich eigentlich? An was habe ich mich gewöhnt? An welche Maßstäbe und Standards? Und was erwarte ich vom Leben, wie es mich verwöhnt? Und dann kommt einfach mal eine laute Nacht in einem kleinen, nicht besonders luxuriösen Zimmer dazu. Und wenn man denn auf Pilgerfahrt ist, dann denkt man darüber nach und dann fragt man sich, sag mal, was will ich eigentlich und was ist eigentlich wichtig und wie viele Menschen wären froh, wenn sie ein Dach über dem Kopf hätten und an einer befahrbaren Straße wohnen und so solche Sachen, da denkt man natürlich auch drüber nach. Denn wenn du in so eine schöne Stadt kommst wie Trier und da beginnst du deinen Pilgerweg, ist ja eigentlich die große Gefahr erstmal, dass du vor allen Dingen als Tourist unterwegs bist. Du bist beeindruckt von der Porta Nigra, von den schönen Dingen, die du hier siehst und so weiter. Wie gesagt, die Mosel, sehr schön, das Steilufer, die Weinhänge, alles toll. Du trinkst dann diesen tollen Ebbelwoi und ein Likör daraus und du richtest dich gleich wieder in deinem Touristenleben ein. Ja. Aber diese Nacht, dieses Zimmer bringt einen wieder runter. Also ja, irgendwie sind wir auch Touristen, das ist auch unser Leben. Unser Leben ist so. Wir leben ziemlich luxuriös und sind darauf aus, dass wir es auch schön haben, dass wir interessante Dinge sehen und dass wir uns irgendwie amüsieren, aber das ist nur der eine Aspekt unseres Lebens. Der andere ist, nee, auch unser Leben hat seine Mühsal und seine Schwierigkeiten und steht im Kontext mit dem Leben aller Menschen, die strugglen für ihr Überleben und denen nicht alles geschenkt wird. Das sind nur so kleine Impulse mal eben zu Beginn der Pilgerfahrt. Aus der Translatio Sancti Modualdi. Etwa 3 Monate danach brach der Prior, gerüstet durch inniges Beten und Fasten, am 25. März 1107 in Begleitung zweier Mönche und versehen mit den Segenswünschen seiner Klosterbrüder nach Trier auf, nachdem er zuvor noch für die im Kloster bleibenden Mönche ein dreitägiges Fasten mit Vigilien- und Bittgottesdiensten angeordnet hatte. Am 4. April, dem Donnerstag vor Palmsonntag, erblickten sie nach glücklicher Reise die Stadtmauern von Trier. Sofort warf sich Dietmar der Länge nach auf den Boden und bat die heiligen Väter um Vergebung seiner Sünden. Unter Tränen rief er sie an, dass sie geruhen wollten, ihm den glücklichen Ausgang seiner Reise und die Erfüllung seines Herzenswunsches zu bescheiden.